In diesem Video möchte ich Ihnen die erste Schleife in Python vorstellen. Und zwar beginnen wir mit der While-Schleife, weil sie tatsächlich ein bisschen einfacher ist. Die While-Schleife erinnert extrem an der While-Schleife im C oder in Arduino. Die wird genauso aufgebaut und genauso benutzt letztendlich. Ich kann mir jederzeit irgendeine Variable i, normalerweise benutzen wir so eine Laufvariable, ich kann sie mit 0 initialisieren und ich kann sagen, while i ist kleiner 10, er hilft mir sogar beim Semikolon, beim Doppelpunkt hier, while i kleiner 10, dann werde ich einfach den Wert von i ausdrucken und dafür sorgen, dass es irgendwann mal inkrementiert wird. Damit ist es Schluss und am Ende werde ich einfach fertig ausschreiben. Wenn ich das jetzt hier ausführe, dann druckt er mir die Zahlen von 0 bis 9 aus. Ist ja klar, wir haben gesagt, while i kleiner 10. Und danach eben einfach zu sagen, fertig. Wenn ich hier kleiner gleich 10 mache, dann druckt er mir natürlich die 10 mit raus und so weiter. Ich kann allerdings auch ein bisschen vielleicht was Interessanteres machen und definieren wir doch mal eine Liste. Die soll Names heißen. Und da drin werde ich Alice, Bob und Charlie reinschreiben. Und dazwischen vielleicht irgendetwas, was gar nicht dahin gehört, wie zum Beispiel Spam. Und jetzt kann ich erstmal abfragen, was hier drin ist. If, das kennen wir ja bereits, if names an der Eaton-Stelle ist gleich Spam, dann möchte ich print, das gehört hier nicht rein, schreiben. So eine Art Fehlermeldung. Und das komplett abbrechen. Break. Break kennen wir auch aus C. Er wird einfach rausspucken und sich überhaupt nicht mehr darum kümmern. Statt jetzt i auszudrucken, werde ich natürlich die Names ausdrucken, das, was auch immer da an der Stelle ist. Und diese 10 muss ich jetzt auch ändern, sonst würde er rausspringen aus der Liste selbst. Und zwar werde ich sagen, kleiner length names. Das kennen wir ja bereits. Damit hole ich raus, wie viele Elemente in names wirklich drin sind. Wenn ich das jetzt ausführe, dann druckt er mir Alice, Bob, Spam aus und danach sagt er, das gehört hier nicht rein und er beendet die komplette Schleife. Das heißt, Break hier ist schon bewirkt, dass wir wirklich herausspringen. Es gibt natürlich auch das Keyword Continue, das wir auch kennen. Continue würde aber hier tatsächlich bewirken, dass ich, also zum Beispiel, wenn ich es hier ersetzen würde, muss man aufpassen, denn dann wird das i nicht erhöht. Das heißt, ich muss die Logik hier um einiges ändern, bevor ich Continue benutzen kann. Aber diese zwei Möglichkeiten existieren. Ich kann mit Break rausspringen direkt aus der Schleife und mit Continue, genau wie in C, in die nächste Schleife reingehen, ohne komplett die Schleife zu verlassen. Damit haben wir auch die While-Schleife auch fertig. Sie sehen, sie wird wirklich genauso benutzt wie im Arduino, wie im C. Und damit wünsche ich Ihnen viel Spaß.